Moin liebe Trickser und herzlich willkommen zu diesem absolut ausgefallenen neuen Video. Ich sitze hier gerade mit dem Professor of Magic, Miles Pitwell. Hi Leute, ich bin's mal wieder, euer Professor. Nice. Freunde, ich habe ja schon in einem meiner letzten Videos, in meinem 20-Fakten-Video darüber gesprochen und angeteasert und auf Twitch in meinen Streams Montag bis Donnerstag, 19 bis 22 Uhr. Da spreche ich auch immer wieder darüber. Ich möchte nächstes Jahr meine Show spielen. Meine erste große Solo-Show. Ein Abend mit Matthias Berger. So wird das Programm nicht heißen, aber das wird das Motto sein. Darauf wird es hinauslaufen. Richtig, richtig. Und ich habe hier den Miles neben mir sitzen, denn ich habe mir fest vorgenommen und ich hasse mich dafür. Es war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Leute, macht das niemals. Aber ich habe mir vorgenommen, einen Manipulations-Act zu machen in dieser Show. Und wenn ihr vorhabt, es doch zu machen, dann holt euch meinen Kurs. Richtig. www.secretschool.de mit dem Code MATI5 kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Der Miles bringt euch da Manipulation vom Feinsten bei und jetzt ist auch ein fortgeschrittener Kurs in Arbeit gerade. Ne? Genau, der kommt bald raus. Nice, sehr cool. Und dein Secret Palm kommt auch noch dazu, ne? Das kommt dann irgendwann noch im Verlauf. Da seid ihr ja richtig steil drauf gegangen. Ich bin dafür, dass auch gleich eine Performance, aber hier die Bälle, das machen wir gleich. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Okay, aber eins nach dem anderen. Ich möchte Kartenmanipulation in meiner Show haben, weil die wirklich seit Jahren aktiv auf meinem Kanal sind, die wissen, dass Kartenmanipulation hat mich immer begleitet. Schon als Kind, als ich noch gar nichts mit Zauberei zu tun hatte, war das, was ich im Fernsehen gesehen hatte und war so, boah, ich will auch irgendwann mal Zauberer werden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch ein paar Videos gehabt und Bücher gehabt, aber als ich dann eine Kartenmanipulation gesehen habe, war das für mich auch das erste Mal, wo ich gesagt habe, hä, okay, Moment, aber alles, was ich jetzt weiß, das sind jetzt keine Tricktechniken mehr, das ist jetzt echte Zauberei. Genau, das habe ich auch geglaubt, ja. Und dann habe ich mich eben auch, das war der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mich für Manipulation begeistert habe. Ja. Das war bei mir exakt so. Ich wusste hier David Copperfield und der hat so verrückte Sachen gemacht. Aber ich wusste, da ist irgendwie ein Trick, eine Trickkiste, ja. Wie auch immer. Aber Manipulation war so, das ist Magie. Die können das halt wirklich. So. Ja, ist so. Bei mir war es Jeff McBride. Ja, bei mir waren es Koreaner, Chinesen und so weiter. Die gab es damals noch nicht. Doch, die gab es damals schon. Ja, ich bin ja ein bisschen noch mal ein Stück jünger als du. Ja. Bei mir war das so Anfang 2000er. Ja, ich bin ja schon in den 20er Jahren geboren. Ja, richtig, richtig, genau. Ja. Was ist der Sinn dieses Videos? Ich möchte jetzt nämlich mit Miles darüber sprechen, wie baue ich jetzt überhaupt so ein Manipulations-Act auf? Ihr wisst, genauso habe ich das bei Somnium damals gemacht. Immer wenn ich irgendwie was Großes in Arbeit habe, ich möchte immer Schritt für Schritt den Progress mit euch teilen. Und wir erleben das zusammen als Community. Und deswegen heute Tag 1, Matti wird Manipulator. Du hast jetzt echt richtig Glück, dass ich da bin, weil ich wollte sagen, ich bin voll der Profi. Ja, ich habe auf jeden Fall den Großmeister, den man in Deutschland nur haben kann, neben mir sitzen. Deswegen, ich bin übrigens so, by the way, ich bin dir mega dankbar. So, ich weiß meine Situation sehr zu schätzen, dass ich in dieser glücklichen Position hier bin. Ja, du bist auch wirklich ein anstrengender Schüler, das muss man schon mal sagen. Wir saßen jetzt heute schon ein paar Stunden zusammen und haben über alles gequatscht. Und ich würde sagen, wir fassen einfach so ein bisschen zusammen, ein bisschen Revue passieren lassen alles. Mhm. Also das Erste, was wir gemacht hatten, war, wir haben gesprochen darüber, was für Techniken kann ich, was für Techniken bräuchte ich. Richtig? Genau. Und wie verknüpfe ich diese Techniken zu einem Act, den man auf der Bühne spielen kann. Richtig. Wir haben so überlegt, man kann natürlich erstmal beispielsweise mit einer Karte anfangen. Mhm. Und dann nach und nach das Deck einführen und dann mit dem Deck weitermachen. Die Idee war jetzt erstmal, was kann der Matti Vergi mit einer Karte, was muss ich neu lernen und was kann ich schon? Mit einer Karte kann ich auf jeden Fall das hier. So. Und dann. So. What? Das ist cool. Das ist auch definitiv nur mit einer Karte. Ansonsten hatten wir hierüber gesprochen, dass das auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte ist. Und zum Vanishen der Karte zum Schluss könnte man dann hier beispielsweise hingehen und sagen, so eine Geschichte. Ist auch gut. All diese Dinge werdet ihr auch in meinem fortgeschrittenen Kurs für Manipulationen. Ja. Bald erhältlich auf der Secret School mit dem Code MATI5 erhalten können. Ja, richtig. Ja. Dann hatten wir über das Deck gesprochen. Was passiert, wenn ich ein ganzes Deck dazu nehme? So eine Cardistry-Einlage ist durchaus denkbar, auf jeden Fall, um das Deck einmal zu präsentieren. Auf jeden Fall. Also auf der Bühne spielt man auf jeden Fall viel größer. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie hier so eine kleine Sache macht, dann wirkt es auf der Bühne natürlich nicht so stark. Ja, ja, deswegen würde ich da auf jeden Fall empfehlen, größer zu denken, dass man zum Beispiel so ein Anaconda macht oder halt so ein Spring oder sowas,
Oder eben so eine Blume könnte ich mir auch noch schön vorstellen, wenn jetzt die mittlere zum Beispiel vielleicht noch eine andere Farbe hat. Richtig. Und das wie so eine Blüte so langsam aufgehen lässt. Mhm. Ja. Sowas ist definitiv denkbar. Das wird auf jeden Fall schön ästhetisch. Ja, ja, mhm. Das ist auch immer gut auf der Bühne. Ja. Theatralik. Und dann ist die Überlegung, was kann ich jetzt mit einem ganzen Kartenspiel machen? Weil in der Manipulation will ich ja Dinge erschaffen, ich will sie verschwinden lassen, vervielfältigen, verändern. Denkbar wäre beispielsweise so eine Geschichte hier. Warte, ich muss mal meine Ärmel einmal die du hochziehen. Also, liebe Leute, wir machen jetzt genau den Fehler, den ihr nämlich niemals machen solltet. Nämlich während dem Zaubern auf den Bildschirm starren. Mhm. Ja? Ja. Weil das ist einfach total unnatürlich. Ihr solltet viel lieber auf das achten, was ihr tatsächlich tut. Das ist nämlich viel natürlicher. Richtig, richtig, richtig. Ganz, ganz wichtig. Besonders, wenn ihr eure Sachen auf Instagram, YouTube, wo auch immer hochladen möchtet. Das machen wir besonders die, die auch Cardistry begeistert sind. Gerade da macht man den Fehler auch oft, mhm. weil man sich sagt, okay, in der Cardistry ist es eindrucksvoll. Ich schaue in die Kamera, weil ich schaue die Karten nicht an. Ich muss das gar nicht sehen und ich fange die Karte blind. So, deswegen guckt man in der Cardistry in die Kamera und wenn man das aber auf die Zauberei überträgt, dann ergibt das keinen Sinn. Ja. So, wenn der Zauberei muss ich es ja verfolgen, alleine für die Misdirection beispielsweise, genau. muss ich ja mit meinem Blick den du ganzen musst folgen. Genau. Ja, richtig. Und ich finde aber auch, dass man auch für das Cardistry mal ein bisschen variieren könnte, weil jetzt mal angenommen, also ich kann ja jetzt kein Cardistry, ich mache jetzt einfach mal hier irgendwas, ja, statt jetzt einfach dabei cool in die Kamera zu gucken, könnte man auch mal probieren, irgendwo anders hinzugucken. Weil auch das wirkt dann schon sehr viel stärker. Mhm. Dann hat man da auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen eine Variation eingebaut, statt einfach immer nur auf dem Bildschirm zu starren. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass ich vor einer ganz, ganz großen Herausforderung stehe. Kann ich schon ein paar Basics? Ich bin auf jeden Fall, ich bin nicht bei 0. Ich bin nicht bei 0,0. Ich muss nicht komplett von Anfang anfangen. Deswegen ist es auch machbar, das in einem Jahr vernünftig zu erlernen und sogar einen... Oh, das war dein Kopf! Ich bin wieder da. Ey, das hat sich echt schmerzhaft angehört. Alles gut? Was? Ja, auf jeden Fall. Ich muss es nicht komplett neu üben, alles. Ich kann die Backpalm Production einigermaßen. Ich kann die Perfect Production einigermaßen. Ich kann Kartenfächer. Das ist sehr, sehr hilfreich in Kartenmanipulation. Richtig. Sollte man auf jeden Fall können. Das sind absolute Grundkenntnisse. Musikgefühl, Gefühl, Präsentation und so weiter, weil ich ja sowieso einige Jahre dabei bin. So, genau. Das ist alles schon mal gegeben als Grundlage, aber ich muss trotzdem super wichtige Basics, also für mich ist hier das, die Fächerproduktion ist ja eigentlich ein Basic. Ja. So, das muss ich neu lernen, weil das kann ich nicht. Ich habe mir nie eine DVD angeschafft und Manipulation gelernt. Mhm. Ich habe mir gesagt, ich will eine Backpump Production lernen. Mhm. Ich will die Perfect Production lernen. Aber nicht, ich will Manipulation lernen. Das als Routine zusammenzustellen, ist noch richtig. Was anderes. Ich habe immer nur die Techniken gelernt und nie eine Show gelernt. Mhm. Deswegen, das wird eine ganz, ganz große Challenge. Aber ich habe den Großmeister da. Das ist unglaublich, wie viel Miles mir jetzt auch in den paar Stunden schon geholfen hat. Durch kleine Veränderungen der Fingerposition oder auch kleine Gedankenbrücken. Ich glaube, dass eine Sache davon würde ich sogar gerne weitergeben wollen. Und zwar dein Tipp zur Backpalm Production. Mhm. Zu der ich auch schon ein Video gemacht habe, so, dass wenn ihr in der Position seid und ihr verliert jetzt die anderen Karten, da sind jetzt natürlich noch keine, die müsst ihr erstmal aus dem Nichts herzaubern, so, weil wir haben ja magische Kräfte, das wisst ihr. Aber wenn ihr die jetzt verlieren solltet aus einem Finger, dann nicht sagen, oh, ich muss neu anfangen, sondern dann mit allen Mitteln versuchen, vor allem mit einer Hand wieder zurück in die Position zu finden, weil ihr dadurch die Finger ganz anders trainiert. Weil ihr dann die Spannung haltet und nicht die Spannung in den Muskeln aufgebt und dadurch wächst die Kraft in eurer Hand, weil im Endeffekt verliert ihr die Karten, weil ihr die Muskelkraft noch nicht habt. Und das war ein super, super guter Tipp, ey. Danke. Ein weiterer dafür. Grundgedanke dahinter ist der, wenn man jetzt tatsächlich, sagen wir mal, eine ganze Routine zusammenstellen sollte und ihr seid jetzt in dem Punkt, wo ihr Karten erscheinen lasst und ihr verliert die Karten aber aus der Backpalm und ihr brecht jetzt euren Act hier ab, dann ist das immer euer schwierigster Punkt und ihr kommt nie dazu, die Teile, die jetzt danach folgen würden, zu trainieren. Mhm. Aber die müssen auch trainiert werden. Deswegen solltet ihr das Training immer weitermachen und euren Act beim Training niemals abbrechen eigentlich. Ja. Das ist auch so ein Grund, weshalb man dann da einfach weitermachen kann. Verstehe. Ey, Weisheiten mit Miles. Nee, Quatsch. The Professor Talks. The Professor Talks. Ja, ihr könnt ihm natürlich selbstverständlich auf Instagram folgen. Da hat Miles nämlich nicht nur krasse Performances online, sondern in seinen Reels hat er jetzt ein neues Format, wo er sogar Tipps gibt an alle jungen Instagram-Zauberer da draußen. So ein Experiment.
Mal gucken, ob das ankommt. Ja, ihr könnt mir gerne Feedback schreiben. Helft mir dabei, dass es kein Flop wird. Kriegen wir hin. Ja, worüber wir auch gesprochen haben, waren so Sachen wie Kostüm. Das ist nämlich auch eine wichtige Sache. Ja. Und vor allem halt auch, wo kriegt man Dinge her und wo tut man sie vor allem auch wieder hin. Mhm. Und da haben wir uns jetzt bei dir für die einfachste Variation entschieden, nämlich dass wir gesagt haben, du hast ein ganz schlichtes Kostüm, also so gut wie erstmal gar keine Möglichkeiten, was das Kostüm betrifft. Deswegen haben wir uns auch dafür erstmal entschieden, wirklich nur ein Kartenspiel zur Hand zu nehmen und damit zu manipulieren. Mhm. Und nicht noch irgendwelche Gimmickkarten oder irgendwelche Körperladungen oder irgendwelche Dinge vom Tisch aufzunehmen oder sonst irgendwie das was. Das könnten wir on top machen, sobald ich in einem halben Jahr oder wann auch immer an einem Punkt bin, wo eine Routine steht und ich sie flüssig kann. Vielleicht entsteht dadurch ja noch was über die Zeit. Dann gucken wir, wie lang ist das? Passt das zu einem Soundtrack? Übrigens, die Musik dafür werde ich auch selbst machen. Also ich werde die Musik für mich selbst komponieren und produzieren für meinen eigenen Act. Bombe. Und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Beste. Weil dann ist es nämlich nicht so, dass ich mein Act an Musik anpasse, sondern dass ich die Musik auf den Act schreibe. Aber ich glaube, das machen ja auch nicht viele. Das habe ich zwei oder dreimal jetzt erst gesehen, dass ich jemand sagt, ey, ich mache die Musik für meinen eigenen Act und nicht andersrum. Ich mache das immer so, wie es sich ergibt. Manchmal habe ich zuerst die Musik und mache darauf den Act und passe dann die Musik noch ein bisschen an. Und manchmal ist es auch so, dass ich den Act schon habe und suche dann darauf eine Musik und passe dann beides auch nochmal so. Also es geht eigentlich recht eng Hand in Hand miteinander. Ja. Ja, ich finde, es ist auch immer gut, beide Wege mal auszuprobieren, weil beide Wege geben neue Möglichkeiten und neue Inspirationen und so weiter. Ja, ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, mit der Musik anzufangen. Mhm. Immer erst die Musik und daran, weil ich höre die Musik und dann schließe ich die Augen und dann habe ich das Bild, das zur Musik passt. Was du aber machst, so mache ich immer. Probier aber mal aus, das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Stellt euch mal so von mir aus mit eurem Lieblingsrequisit, das können Bälle, Münzen, Karten, ist ganz egal. So, sagen wir mal jetzt mal 10 bis 20 Sekunden zusammen, so eine kleine Routine. Mhm. Und performt die zu eurem Lieblingslied. Mhm. Und dann passt es auf euer Lieblingslied an, so mit der Stimmung und mit dem Tempo und so weiter. Und wenn ihr das jetzt ein paar Mal geübt habt, wechselt ihr die Musik. Und zwar zu einem komplett anderen Genre. Ich sag jetzt mal, dass ihr von der Pianomusik auf Dubstep wechselt. Mhm. Und dann später von Dubstep auf vielleicht sagen wir Saunasphärenmusik oder chinesische Klänge. Und dann wechselt ihr auf Hardrock. Und ihr versucht jedes Mal die Musik auf euch wirken zu lassen und die Performance von euren Bewegungen, aber immer dieselbe Technik, denselben Ablauf und dieselben Tricks, dasselbe Requisit, aber auf die neue Musik anzupassen. Yeah. Dadurch bekommt ihr Inspiration über die Musik, manche Bewegungen anders zu machen, und das könnt ihr dann wieder später in eure Hauptmusik, für die ihr euch am Anfang entschieden habt, übertragen. Das ist eine sehr inspirierende Technik. Krass, mega gute Idee. Das muss ich mal ausprobieren. Probier mal aus. Das probiere ich aus. Das ist eine gute Sache. Ich mache einfach 5 Versionen, 5 verschiedene Songs. Ja, also ich habe... Und dann nehme ich den, der am meisten Spaß macht am Ende. Ja, also ich habe meine Kartenmanipulation auch schon zu Hip-Hop gezaubert. Krass. Und das funktioniert richtig gut. Und irgendwann kriegst du ein Gefühl dafür, dann gehst du in eine Diskothek, da läuft Techno und dann machst du zum Techno-Beat deine Kartenmanipulation oder zu einem Piano-Lied deine Kartenmanipulation. Same thing, just different. Nice. Ich werde auf jeden Fall einiges an neuen Techniken lernen müssen. Bewegungsabläufe, motivierte Bewegungsabläufe. Richtig, richtig. Wo kriege ich Dinge her, wo tue ich sie hinterher wieder hin? Das sind nämlich, und das habe ich vorhin auch schon gesagt, Zitat Matti von vor einer Stunde. Was hältst du denn da? Es wird genauso viel Arbeit sein, so wie die Techniken einzuüben, wird es genauso viel Arbeit sein, in der Choreo sich jedes Mal für jede kleine Bewegung eine Bewegung zu überlegen, die das Ganze motiviert und rechtfertigt. Ganz genau. Das heißt, für jedes, ich lasse die Karte in dieser Position verschwinden, muss es auch irgendein Gegenspieler sein, der dem Ganzen einen Sinn gibt. Ganz genau. So, und auch für jeden Backpump-Vanish muss es Sinn ergeben, dass ich da nicht einfach so die ganze Zeit da stehe. Genau, die Karte muss jetzt irgendwo hin. Die muss jetzt irgendwo hin und es muss Sinn ergeben, wie sie da hinkommt. Genau, man macht jetzt Bewegung nicht einfach nur, lädt sie da ab und kommt wieder hoch mit der Karte. Na, klar. Das ist ein auffälliges, ich habe da was versteckt, ich steck's mal kurz weg und komm wieder zurück. Ja, richtig. Und das muss eben choreografiert werden. Das wird mindestens genauso viel Arbeit, wie die ganzen Techniken überhaupt einzuüben. Was für mich eine große Herausforderung ist, das habe ich auch vorhin zu dir noch gesagt,
wenn ich Karten in der Hand halte und ich denke überhaupt nicht, ich gucke einen Film oder sowas und ich denke über nichts mehr nach oder auch hier im Stream, wenn ich mit euch laber, abgesehen von Double Lifts und Classic Pass üben, die du ja schon kannst, mache ich Cardistry. Ganz genau. Und ich übe auch schon. Seit 3 Jahren, ich übe die ganze Zeit immer Cardistry nebenher, beziehungsweise nicht wirklich üben, sondern ich mache es halt einfach, um die Finger so warm zu halten. Du hast dir das als Standardzustand antrainiert. Richtig, aber das waren jetzt 3 verschwendete Jahre sozusagen, in denen ich auch unterm Tisch die ganze Zeit Backpump Productions hätte üben können. Verschwendung würde ich jetzt nicht sagen. Nicht Verschwendung, aber hätte Louis Vuitton. Richtig, aber es war nicht so zielführend. So, jetzt habe ich sie verloren. Genau. Also du wechselst jetzt quasi von Cardistry und Top Change und so weiter üben nebenher zu nebenher Manipulation üben. Und jetzt kommt das Allerfrustrierendste daran, Freunde. Es wird jetzt ein knallhartes Jahr. Neben, dass ich ein knallhartes Jahr für meinen Körper jetzt habe und all dem Zeug, Videos machen, Stream, Somnium Cards, alles was da abgeht. Ein knallhartes Jahr für 3 Minuten. Weil in der Manipulation übst du halt 1 Jahr lang für 3 Minuten. Das ist voll frustrierend. Weißt du? Zitat von Matthias Berger. Sei immer der am härtesten Arbeitende im Raum. Das ist absolut richtig. Aber das ist halt das, was ich mir einreden muss, dass mich das nicht vom Weg abbringt. Dass es mich nicht demotiviert. Ja, nicht zu viel machen, nicht übernehmen, ja. Ja, trotzdem, es ist... Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir die Techniken erstmal einfach halten. Manipulation ist die Königsdisziplin der Zauberkunst, weil sie sehr, sehr anspruchsvoll ist, sie wirklich perfekt und sauber zu machen. Ihr müsst nicht immer super komplizierte Techniken beherrschen. Viel wertvoller, wenn man eine ganz einfache Grundtechnik zu 100% perfekt beherrscht. Ja, das sag ist viel ich auch, mehr wert, sag ich als euch in jedem anderen 10 auch. Techniken zu kennen. Mhm. Ja. Sag ich euch ja genauso, ihr braucht nicht 20 Double Lifts. Reicht, wenn ihr mehr als einen könnt, das ist gut, dann habt ihr Abwechslung und könnt, wenn der Zuschauer euch bei einem erwischt hat, könnt ihr ausweichen. Seid lieber richtig, richtig gut in 5 Techniken als mittelmäßig in 500. Shin Lim hat übrigens auch das gleiche gesagt, vielleicht kennt es die ein oder anderen, der hat auch irgendwie so einen Snap Change, wo er 4-5 Mal den Snap Change macht. Und das hat er dann später sogar als DVD rausgebracht und erklärt dann auch darauf, das war bei ihm niemals gedacht als 4-5-6-facher Color Change. Mhm. Das war für ihn eigentlich, ich glaube, das war sogar irgendwie so ein Change. Mhm. Und für ihn selber war das gedacht, weil er selbst fand, dass er die klassische Palmage, da hatte er mal richtig Angst vor. Die hat bei ihm nicht gut funktioniert. Und deswegen hat er trainiert, diese Changes 4-5-6 Mal zu machen, dabei jedes Mal eine Karte klassisch zu palmieren, damit er trainiert, die klassische Palmage stärker zu machen. Und dadurch ist dann, das hat er sich dann so hoch trainiert, dass dann dieser Color Change entstanden ist. Ja. Und das hat aber Jahre gedauert. Das ist genau das Gleiche, ne? Also, less is more. Miles, ich glaube, wir haben hier echt einen guten Einblick darin gegeben, worüber wir jetzt nachdenken und reden und auf was man so achten sollte, wenn man sich so eine Routine zusammenstellt. Ne? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich glaube schon. Freunde, wenn euch dieses Video, was jetzt völlig aus der Reihe tanzt, gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und checkt auf jeden Fall Miles YouTube-Channel, Miles Instagram-Profil aus. Alle Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und hier im Bildschirm eingeblendet. Bei mir selbstverständlich auch. Lasst einen Follow da. Jeder, der einen Follow da lässt, kriegt kostenlos ein Somnium-Deck von mir. Spaß. Dieses Kappa bedeutet Spaß, Leute. Willst du noch was sagen? Nee, ne? Schwabbelsteck, Krimskrams, Süßigkeiten, Quick. Nice. Tschüss.